Quotenrekord. Dschungelfinal zieht Fans vors TV. Mit dem großen Dschungelkampffinale am Samstagabend hat es sich für dieses Jahr ganz offiziell ausgekrabbelt, aber nicht ohne den Quotenzähler nochmal so richtig auf Hochtouren zu bringen. Nach 16 Tagen voller nervenaufreibendem Ekelprogramm brach die letzte Folge von alle Rekorde. Wie RTL bekannt gibt, sicherte sich das Finale des einen Gesamtmarktanteil von 29,6%. Beim großen Showdown konnten 6,72 Millionen Zuschauer einfach nicht wegschauen. Als sich Muffi Schlumpf Daniele Negroni, 22, an einem Bullenpenis ergötzte, Jennifer Frankhauser, 25, mit unzähligen grünen Ameisen schmuste und sich Schlafmützchen Tina York, 63, mit 30 Schlangen in die Horizontale begab. In der Zielgruppe der 14- bis 59-Jährigen macht dies einen Marktanteil von 38% aus. Laut Medienbericht war das die erfolgreichste Sendung des Tages bei den 14- bis 59-Jährigen. Der TV-Tierpark knackte auch beim Gesamtpublikum die Staffelbestwerte. Im Schnitt konnten die 16 Folgen der Reality-Show 5,62 Millionen Menschen vor die Bildschirme ziehen und damit erfolgreich einen Marktanteil von 24,6% erzielen. Habt ihr das große Dschungelkampffinale geschaut? Ja, klar. Nein, habe ich nicht.